Heute zeige ich euch einen absolut kranken Grabspross-Zauberschussbild. Es ist unglaublich, was mit diesen zwei Klassen möglich ist. Bleibt dran, ist ein Blick wert. Wir beginnen, alles klar. Servus Schicksalsbringer, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Corpheus. Bei mir gibt es News und Guides zu Open World und Rollenspielen. Sind auch schon einige Videos zu Wonderlands draußen, könnt gerne auf meinem Kanal vorbeischauen, werden euch weiterhelfen. Heute geht es um die nächste Klasse und zwar der Grabspross in Kombination mit dem Zauberschuss. Ist unfassbar stark, man ist nahezu unsterblich, man kann sich die ganze Zeit wieder hochheilen. Das ist extrem krass und man macht dabei noch sehr guten Zauberschaden. Was ihr skillen müsst, wie man diese Klassenkombo spielt und wie das Ganze aussieht, das möchte ich euch jetzt mal gern zeigen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Ihr seht jetzt hier die Klasse schon in Action, ist Anfang Endgame. Ihr könnt den Bild aber auch schon nachbauen mit der Story, die Fähigkeiten gleichsetzen. Sobald ihr Level 40 seid, habt ihr wirklich einen sehr, sehr starken Bild und danach heißt es im Endeffekt nur noch die einzelnen Waffen und Rüstungsteile farmen. Der Bild ist selber noch nicht perfekt, es werden noch weitere Videos, ich denke, in den nächsten Wochen rauskommen, wenn ich dann auch perfektes Equipment besitze. Aber ihr seht schon, dass das wirklich phänomenal krass ist. Wir haben hier, oder ich bin auf dem Chaos Level 7 unterwegs, die Gegner haben noch mal 170 oder 178% mehr Leben und es geht trotzdem relativ schnell, hier diesen Boss zu zerstören. Bei dem anderen Boss kann ich es euch ein bisschen besser zeigen, weil der auch ein bisschen mehr Schaden austeilt. Ihr könnt euch mit Zaubern immer schön nach oben heilen, also mit diesem Bild, den ich euch jetzt hier vorstelle, ja, ist man eigentlich immer nur mit Zaubern unterwegs. Man zaubert die ganze Zeit, kann dadurch Schilde herstellen, aber zum Beispiel auch sein Leben wieder regenerieren und dadurch kann man nahezu nicht drauf gehen. Man kann natürlich auch ballern, man sollte auf jeden Fall so oft wie möglich mit diesem Bild nachladen, denn ja, bestimmte passive Fähigkeiten sorgen dafür, dass der Zauberschaden dadurch nochmal deutlich erhöht wird und man eben dann natürlich ganz klar mehr Schaden austeilen kann. Dieser Bild, wie gesagt, Zauberspammen, immer wieder sich dadurch hochheilen, nicht draufgehen und eben sehr guten Schaden austeilen. Ziel ist natürlich auch, die Zauberabklingzeit so stark zu reduzieren, dass man sie die ganze Zeit eben benutzen kann, oder man wählt Zauber, die man öfter einsetzen kann, wo man mehrfach hintereinander drücken kann. Man kann das auch so super timen, wenn man zum Beispiel fast One-Shot ist, dass man auf 1% Leben oder so runtertroppt, dann kann man noch schnell einen Zauber wirken und ballert eben sein Leben wieder nach oben. Also es lohnt sich, nicht immer gleich die Zauber sofort rausballern, sondern gerade wenn man mehrere Stacks von einem Zauber hat, ich habe jetzt zum Beispiel zwei mit diesem Eis geschossen, lasse ich immer einen bei mir drinnen, schieß auch ein bisschen ab und zu, und sollte ich wirklich Lowlife werden, dann ballere ich den Zauber raus und kann mich direkt wieder hochheilen und sterb dadurch nicht. Werfen wir einen Blick auf die ganzen Fertigkeiten. Was ist geskillt? Ich erkläre euch auch, warum ich was geskillt habe, dass ihr einfach versteht, wie dieser Bild funktioniert. Ihr könnt dann schon während der Story nachbauen. Ihr könnt ja auch während der Story euch schon auf Level 40 hochgrinden. Das geht in sehr kurzer Zeit. Wie das geht, habe ich euch schon in meinem anderen Video gezeigt. Und dann könnt ihr eh sowieso sehr schnell alles nachbauen und seid ultimativ stark. Wir fangen mit dem Grabspross an auf der rechten Seite. Und zwar ganz unten. Der Baum muss komplett runtergeskillt werden, denn der unterste Skill ist extrem wertvoll. Das Wirken eines Zaubers aktiviert automatisch alle Kill-Skills. Normalerweise wird ein Kill-Skill ausgelöst, wenn ein Gegner stirbt. Aber hier, durch diese Passive, wenn die aktiviert ist, muss man nur einen Zauber wirken. Das ist halt echt richtig stark. Dadurch funktioniert dieser Bild auch unglaublich gut. Wir fangen jetzt oben an mit dem ersten Punkt. Das ist ein Kill-Skill, wird aber aktiviert durch den unteren Skill, wenn man einen Zauber auslöst. Und zwar wird die Zauberabklinggeschwindigkeit um 40% erhöht. Phänomenal. Wir wollen ja auch, dass die ganze Zeit die Zauber sehr schnell ready sind. Um den Skillen 40% ist natürlich hier sehr hoch, denn ich habe jetzt hier noch ein Rüstungsteil an, das mir von 5 auf 8 nochmal on top 3 Punkte mehr gibt. Hatte ich sehr Glück, dass das Rüstungsteil gefallen ist. Dann als nächstes setzt man noch auf die Gefährten. Warum? Man ist eh eigentlich die ganze Zeit mit Zaubern beschäftigt. Man schaut eigentlich, dass man den meisten Schaden mit Zaubern raushaut, weil man sich dann natürlich auch super hochheilen kann und nur ab und zu schießt. Man schießt auch, aber das wegen einem anderen Punkt, das kann ich euch gleich zeigen. Deswegen setzt man noch mit auf Gefährten und lässt die nebenher Schaden machen, wenn man die ganze Zeit zaubert. Hier unten auch nochmal Gefährtenschaden eben erhöht. Nur 2 Punkte reinskillen, denn man hat eben nicht unendlich Skillpunkte übrig. Kann ich alles skillen, deswegen hier nur 2 von 3 rein investieren. Sonst fehlen uns nachher woanders eben 1 Punkt. Dann auf der linken Seite, das ist ein sehr wichtiger Skill. Und zwar, wenn wir zaubern, regenerieren wir immer kurzzeitig Gesundheit. Dadurch könnt ihr einerseits nicht draufgehen. Wenn ihr merkt, eben ihr seid nahezu bei 0, ja, oder ihr kriegt einen harten Hit ab, dann sofort zaubern. Euer Leben wird nach oben gepusht. 50
15% pro Sekunde. Desto mehr Leben ihr natürlich besitzt, umso mehr Leben regeneriert ihr auch und ihr könnt einfach nicht drauf gehen. Dann, was auch sehr stark ist, ist die Fähigkeit unten drunter. Wenn ihr bei 0% Leben seid oder ihr bei 1%, wird der Schaden auf den Lich umgerechnet. Der stirbt zuerst und danach stirbt ihr. Das ist natürlich sehr gut. Ihr habt dann nochmal ein bisschen mehr Zeit, eben euch hochzuheilen mit einem Zauber und geht nicht drauf. Und falls ihr drauf geht oder würdet, geht erst der Lich drauf. Ihr habt somit einen Freitod, was ja natürlich auch sehr stark ist. Dann auf der rechten Seite ist noch geskillt, dass man eine Chance hat, eben kleine Hydra-Gefährten zu spawnen, die natürlich dann auch wieder Schaden machen. Oben werden sie natürlich auch nochmal vom Schaden verstärkt. Somit hat man nicht nur den Lich, sondern auch mal kleine Hydras, die eben auch auf den Gegner Schaden wirken. Dann auf der rechten Seite unten, wenn der Halblich Höllenfeuer wirkt, besteht eine Chance, dass er nach kurzer Zeit das nochmal erneut ausgelöst wird. Also auch hier nochmal der Gefährtenschaden separat erhöht. Und hier auf der linken Seite maximale Gesundheit und Zauberschaden sind für lange Zeit erhöht. Einfach, wenn man eben einen Killskill auslöst und das ist im Endeffekt, wenn man einen Zauber nur wirkt, weil dieser untere Effekt natürlich an ist, also diese Passive, was natürlich sehr stark ist. Das Ganze stapelt sich auch weiter nach oben. Mehr Gesundheit, mehr Zauberschaden, was will man mehr? Dann hier ebenfalls nochmal ein Skill und zwar ist einfach der verursachte Schaden erhöht und die Schadensreduktion. Man teilt mehr Schaden aus und bekommt weniger Schaden ab und auch diese Fähigkeit hier in der Mitte sorgt eben nochmal dafür, dass man mit Zaubern mehr Schaden austeilen kann. Es kommt dann, wenn mit etwas Glück, eben noch zu einem Element-Explosion, die eben zusätzlich on top Schaden macht. Und ja, ihr seht schon, es ist auf Zauber aufgebaut, schießen noch nicht, aber in Kombination mit dem Zauberschuss, die deutsche Übersetzung ist wirklich extrem schlecht, ist dieser Bild wirklich phänomenal stark. Als erstes wählen wir oben den Action-Skill aus, dass wir zwei Zauber auf einmal wirken können. Ich kann mal hier kurz rüber gehen. Ihr seht, ich habe hier zwei Zauber drin, die kann ich euch gleich noch vorstellen. Und ja, wir können halt nicht nur einen Zauber casten, sondern zwei und damit machen wir auch den Schaden und heilen uns natürlich nach oben. Dann seht ihr hier, die kritische Zaubertrefferchance ist erhöht um 60%. Wollen wir natürlich, wir zaubern oft. Wenn es krittet, der Zauber, macht er deutlich mehr Schaden. In der Mitte wird teilweise der Zauberschaden auf den Waffenschaden umgerechnet. Und dadurch macht man mit der Waffe auch ein bisschen mehr Schaden, denn man sollte schon hin und wieder ballern. Warum, werdet ihr gleich sehen. Einerseits jedes Mal, auch hier, wenn man einen Zauberstapel bekommt, das ist allgemein die komplette Passive vom Zauberschuss. Die seht ihr hier. Jedes Mal, wenn man nachlädt oder einen Zauber wirkt, bekommt man einen Zauberstapel und der erhöht dann eben den Zauberschaden. Und deswegen solltet ihr das auf jeden Fall skillen. Jedes Mal, wenn ihr dann eben nachladet oder Zauber wirkt, dann bekommt ihr 10% Schutzschild wieder nach oben und ihr könnt euch, ihr spammt ja eh die ganze Zeit Zauber und dann bekommt ihr immer Schutzschild dazu. Sollte das Schutzschild weg sein, dann könnt ihr euch natürlich hier auf der rechten Seite, ja, mit dem, wird das Leben hochgehalten. Also ihr haltet entweder euch mit Leben hoch oder mit Schutzschild und deswegen kann man mit diesem Bild nahezu nicht draufgehen. Hier natürlich ganz klar, das Schild regeneriert sich nicht automatisch, ist nicht schlimm, weil ihr regeneriert es die ganze Zeit sowieso mit dieser passiven. Jedes Mal, wenn ihr einen Zauber macht oder nachladet, wird das Schild hochgeboostet, da braucht man keine passive Regeneration des Schildes, weil es sowieso die ganze Zeit selber regeneriert. Deswegen unbedingt anmachen, Zauberschaden um 30% erhöht, ist natürlich nice. Dann kommen wir hier zu einem sehr wichtigen Punkt, der Zauberstapel wird nämlich hier erhöht um 3%, bedeutet, die Zauberstapel gehen weiter nach oben. Normalerweise ist 5 Punkte max, wird auf 8 eben erhöht. Und ihr macht dadurch natürlich mehr Zauberschaden, was natürlich nice ist. Und ja, ist nicht verkehrt, das natürlich zu skillen. Der Punkt ist normalerweise nicht geskillt. Der ist durch ein Rüstungsteil mit dabei. Und ihr merkt schon, warum ich diese Skills eben hier genommen habe. Es kombiniert sich halt eben perfekt. Ihr habt mehr Zauber, ihr könnt die Zauber verstärken. Ihr ballert euer Schild die ganze Zeit noch hoch. Und auf der anderen Seite könnt ihr eben wunderbar eben überleben mit den verschiedenen Fertigkeiten. Die Lichs machen auch wieder mehr Schaden für euch. Und rundum wirklich ein sehr starker Bild. Und man kommt da easy durch den ganzen Chaos-Dungeon durch bis Stufe 20 nach oben, gar kein Problem, weil man sich die ganze Zeit hochhält. Was man natürlich braucht, ganz klare Sache, ist natürlich gutes Equipment und das farmt man natürlich mit der Zeit. Das dauert natürlich auch sehr lange zu erfarmen. Man braucht halt Glück, dass die ganzen Werte stimmen. Ich kann euch mal zeigen, auf was man legen sollte, was ihr braucht.
Ich habe jetzt auch noch nicht alles, weil es natürlich dauert, die Sachen zu farmen. Wir beginnen mit den Waffen. Ihr solltet natürlich schauen, dass ihr auch vielleicht eine Waffe besitzt, die zu den verschiedenen Elementen passt. Falls nicht, ist auch nicht so schlimm, denn ihr macht ja primär mit den Zaubern Schaden. Ihr solltet auf jeden Fall eine Waffe nehmen, die sehr oft und schnell nachlädt. Wie zum Beispiel jetzt hier diese kleine Armbrust. Ein Schuss und es wird direkt nachgeladen. Dadurch erhöhen sich unten links, seht ihr, die Zauberstapel sind schon bei 8. Das geht ratzfatz. Und wenn natürlich Zauber wirkt, dann erhöhen sich auch noch die Zauberstapel sehr schnell. Und desto mehr Zauberstapel ihr habt, umso mehr Schaden macht ihr natürlich bei den Zaubern, aber diese eine passive rechnet das natürlich dann auch auf den Schusswaffenschaden um. Deswegen immer wieder natürlich zwischenrein auch ballern, gerade wenn die Zauber vielleicht nicht ready sind, um eben schneller diese Stapel nach oben zu pushen. Ansonsten müsst ihr natürlich darauf achten, bei der Verzauberung, ja, dass ihr irgendwie die Zauber bufft. Wenn das auf der Waffe drauf ist, wunderbar. Natürlich den Schusswaffenschaden noch erhöhen. Den kritischen Trefferschaden ist natürlich auch nicht verkehrt. Bei einer Nahkampfwaffe, die ist immer equipped, ja. Bei der Schusswaffe, wenn ihr die natürlich durchwechselt, fehlt euch der Bonus, der jetzt hier drauf ist, wenn ihr die gerade in der Hand habt. Aber die Nahkampfwaffe ist immer equipped und hier solltet ihr natürlich auch drauf schauen, dass ihr eine Nahkampfwaffe reinslottet, die euch was bringt. Die bringt jetzt hier nichts, die habe ich aus Versehen noch falsch drin, sehe ich gerade, denn die erhöht einfach den Frostschaden beim Action-Skill, den habe ich noch vom letzten Skill drinnen. Da müsst ihr natürlich auch schauen, dass ihr vielleicht irgendeine Nahkampfwaffe mit einer Verzauberung reinnehmt, die draufstehen hat, Zauber werden nochmal um so und so viel Prozent erhöht oder der Schusswaffenschaden, das würde euch bei dem Bild was bringen. Dann, was euch bei den Ringen natürlich auch bringt, ist Zauberschaden, Dunkelmagieschaden zum Beispiel oder ja, Fähigkeitsschaden würde theoretisch auch noch gehen, Gefährtenschaden würde gehen, das hilft euch, Schusswaffenschaden würde ich nicht nehmen und ihr müsst natürlich auch immer unten auf diese kleinen Punkte schauen, was hilft euch, die Gefährten werden hier nochmal gebufft, der Zauberradius ist größer, kritischer Assault Rifle Schaden brauche ich jetzt hier nicht, außer ihr spielt natürlich mit einer Sniper, ist jetzt aber drauf, ich habe eben auch noch keine perfekten Sachen, Dunkeleffizient ist hier mit drauf, kritischer Zauberschaden ist hier mit drauf und wenn ihr zum Beispiel eine SMG noch verwendet, ist es auch nice, wird der Schaden auch nochmal der kritische Schaden um 12,5% erhöht. Beim Amulett müsst ihr natürlich auch schauen. Hier ist zum Beispiel Dunkelmagie-Schaden mit drauf, das passt. Zauberschusskraft wird erhöht und ihr seht hier zum Beispiel Schusswaffen-Nachladegeschwindigkeit ist aktiv. Das ist natürlich nice, desto schneller ich nachlade, umso schneller kann ich wieder ballern, Zauber spammen und die Zauberstapel gehen natürlich nach oben. Und die Dunkelmagie-Effizienz, der Dunkelschaden, der ist natürlich hier auch um 20% erhöht. Also das Amulett ist echt nicht verkehrt. Hier haben wir ein Schild. Kapazität ist eigentlich egal, wie hoch das Ganze ist, weil ihr es ja eh immer voll ballert. Gut, desto mehr natürlich, umso besser. Auf die Nachladeverzögerung, Geschwindigkeit ist wirklich vollkommen egal, denn ihr ballert ja immer mit den Zaubern euer Schild wieder nach oben. Hier solltet natürlich auch drauf gucken, dass die Verzauberung passt. Das Wirken von Zaubern erhöht den verursachten Schaden, egal welcher Schaden, um 15%. Das ist natürlich extrem stark. Auf sowas solltet ihr natürlich achten. Ihr könnt auch nach der Story natürlich diese Verzauberungen auf den Waffen immer wieder neu rollen. Dazu wird aber noch ein separates Video kommen, wird euch aber auch nach der Story erklärt mit einer separaten Quest. Dann seht ihr hier, das ist sozusagen die Rüstung, die man anhabt. Ihr müsst natürlich drauf schauen oben, dass die richtigen Fähigkeiten nochmal gepusht werden. Bei mir ist es jetzt eben extrem stark, weil der eine auf 3 Punkte nach oben gepusht wird. Umso schneller sind die Zauber natürlich wieder ready. Da hoffe ich, dass ihr einfach was extrem Gutes gedroppt bekommt. Ansonsten seht ihr, Grabspross, Zauberschaden ist mit dabei oder die Kraft wird eher gesagt erhöht. Nahkampfschaden braucht man jetzt nicht unbedingt. Bereichsschaden ist natürlich, wenn irgendwas auf dem Boden liegt, vom Meteor ein bisschen Feuer auf dem Boden. Das ist dann der Bereichsschaden. Und man hat noch Fähigkeits-Crit-Chance, die auch okay ist, weil eine Sache auch Fähigkeitsschaden macht. Aber ich habe es hauptsächlich mit reingenommen, die oberen Punkte passen, die unteren sind aber auch nicht so schlecht. Von den Zaubern müsst ihr natürlich gucken, dass ihr Zauber findet, die extrem stark sind. Am besten eine hohe Crit-Chance schon haben, wie hier von 33%. Wenn ein Zauber crittet, ist es natürlich extrem stark. Den Zauber sollte man natürlich oft anwenden, kurze Abklingzeit, um ihn spammen zu können. Guter Schaden habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Das Wirken von Zaubern erhöht den Waffenschaden um 30%. Man schießt natürlich auch immer zwischendrin, deswegen ist das hier soweit okay. Der rechte Zauber ist wirklich phänomenal stark.
Ihr seht unten, was da für Boni drauf sind. Nach dem Zaubern haben die Schusswaffen kurzzeitig eine Trefferchance um 21%, was natürlich nice ist. Aber unten drunter der Zauber, 1220 Punkte mehr Schaden, Prozent mehr Schaden. Wir haben 400% kritische Zauberchance. Einfach wirklich brutal, deswegen krittert auch dieser Zauber eigentlich die ganze Zeit. Wir müssten da, glaube ich, auf 100% sein. Ich werde euch in einem separaten Video auch vorstellen, wie man diese Prozente zusammenrechnet, wie ihr auf 100% nach oben kommt. Das ist beim Zauber sehr wichtig, denn ihr könnt beim Zauber nicht immer direkt auf diese kritischen Punkte zielen, wie der Kopf bei einer Schusswaffe. Der Zauber kommt aus dem Boden, wird nach vorne geschossen und da solltet ihr dann immer auf 100% kommen, dass es eben krittet. Krittschaden macht deutlich mehr Schaden. Bei einer Schusswaffe braucht man nicht unbedingt Krittschaden, nur zur Info, also kritische Chance, denn wenn ihr immer auf den Kopf ballert, dann kommt ja automatisch kritischer Schaden, das wird ja rot angezeigt und da krittet ihr die ganze Zeit, deswegen ist bei Schusswaffen nicht so wichtig, auf kritische Chance zu skillen, aber Krittschaden ganz klar, weil wenn ihr auf den Kopf schießt, dann macht ihr natürlich dann auch deutlich mehr Schaden, Zauberradius ist erhöht, also das ist auch ein sehr guter Zauber und das dauert natürlich auch ein bisschen, die ganzen Ausrüstungsteile zu farmen. Das ist dann eben das Endgame im Chaos-Level. Falls ihr irgendwo nicht weiterkommt mit dem Bild, wird es auf jeden Fall funktionieren, denn ihr könnt eigentlich nicht drauf gehen. Müsst ihr wirklich mal testen. Es ist wirklich ein Wow-Effekt, wenn ihr von einer anderen Klasse vielleicht kommt. Ich habe ja vorher Zauberschuss mit Sporenhüter gespielt, was auch sehr hohen Schaden macht, aber man geht eben schneller drauf. Aber das mit dem Grabspross ist echt richtig krass. Das war's soweit vom Video. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen, wenn es euch gefallen hat und wer in Zukunft zu Tiny Tinas Wonderlands nichts verpassen möchte, kann gerne mit einem Abo dabei bleiben. Wie immer, viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.